Ja, das ist ja so eine Frage, die man eigentlich, gerade wenn man als Neuling herkommt, sehr, sehr häufig gestellt bekommt. Aber ich kann darauf auch immer nur das Gleiche sagen. Also es fiel mir sehr, sehr einfach, aber auch nur, weil die Mannschaft mich so extrem gut aufgenommen hat. Man merkt einfach hier von Anfang an, dass es eine sehr familiäre Atmosphäre ist und dass man sofort ja, integriert wird und merkt und spürt, dass man dazugehört. Deshalb ist es mir sehr einfach gefallen. Ja, also wenn ich jetzt von den Menschen sprechen kann, natürlich meine Familie, meine Eltern, meine Schwester wohnen noch zu Hause, meine besten Freunde, gerade mal speziell mein besten Kumpel, mit dem ich groß geworden bin, fehlen natürlich schon, aber sie versuchen mich auch so häufig wie möglich zu besuchen. Deshalb geht es schon. Aber ich bin ja jetzt auch schon ja, das vierte Jahr in Anführungszeichen im Osten, 3 Jahre in Chemnitz. Jetzt habe ich das erste Jahr hier in Magdeburg angefangen und ich fühle mich eigentlich sehr, sehr wohl hier. Also ich kann, man hat hier alles, ich kann mich nicht beschweren und mit dem Dialekt komme ich auch klar. Ich habe ja auch Dialekt, also es ist ja immer die Frage, wer mit wem klarkommen muss. Aber ich denke, das funktioniert da sehr gut. Ausgleich jetzt so durch eine andere Sportart jetzt direkt nicht. Ich versuche immer sehr, sehr viel aus. Ich spiele Tennis, ich spiele Tischtennis, Basketball. Ich bin sehr großer Football-Fan. Aber jetzt großartig sportlich betätigen außerhalb der Saison oder während der Saison mache ich jetzt eigentlich nicht so sehr, eher dann im Urlaub oder so. Und mein Ausgleich ist eigentlich so meine Familie, weil ich ein sehr ja, treuer Mensch bin und so habe dann sehr großen Kontakt oder sehr viel Kontakt zu meinen Eltern, zu meinen Freunden und versuche natürlich dann auch, wie die Zeit es halt zulässt, dann auch meine Heimat zu besuchen. Klar, es ist auch eine Erziehungsfrage. Meine Eltern haben mich, denke ich mal, sehr gut erzogen. Ich denke, ich habe ja, ein gutes Benehmen und auch einen guten Umgang mit den anderen Menschen. Aber man sollte das ja auch wertschätzen. Fußball ist ein so schnelllebiges Geschäft. Da kann sich das von heute auf morgen auch ganz schnell wieder ändern, die Situation, auch die momentane Situation. Und deshalb fühlt man da eigentlich auch den einzelnen Fans gegenüber eine große Dankbarkeit und Wertschätzung, wenn man nach einem Autogramm gefragt wird oder auch mal nach einem Foto und dann nimmt man sich einfach sehr gerne die Zeit. Nee, ich bin schon ein sehr, sehr selbstkritischer Mensch. Also das auf jeden Fall, ich gebe mir oder ich gebe mich nicht gerne zufrieden, auch nicht allzu schnell zufrieden. Ich sehe eigentlich immer noch Verbesserungspotenzial. Und ja, das denke ich ist auch ganz wichtig, weil wenn man sich zufrieden gibt, dann wird man auch schnell satt, auf gut Deutsch gesagt. Und satt bin ich noch lange nicht. Also ich will noch ein bisschen was erreichen in meiner Karriere und am liebsten hier in Magdeburg. Und deshalb versuche ich da das Bestmögliche aus mir rauszuholen. Gedacht, vielleicht nicht, gewünscht, vielleicht schon, auf jeden Fall. Klar bin ich hier hergewechselt, auch mit dem Hintergedanke, dass ich spielen will, das ist ganz klar. Aber dass sich das jetzt so entwickelt hat, freut mich natürlich riesig. Und ich bin auch sehr froh darüber, klar. Aber ich tue mir immer schwer, ja, so viel über mich selber zu reden, weil ich als einzelner Spieler gewinne die Spiele nicht. So. Die ganze Mannschaft ist im Moment erfolgreich und nicht irgendein einzelner Spieler. Die Mannschaft ist wichtig, steht immer im Vordergrund und da möchte ich mich auch zu 100% unterordnen. Und deshalb tue ich mir da immer schwer, so über mich zu sprechen. Auf jeden Fall, klar. Also in den letzten 3 Monaten, knapp 3 Monaten, die ich jetzt hier bin, habe ich sehr, sehr viel dazugelernt. Wir spielen ein anderes Spielsystem, das ich so noch, auch noch nicht gekannt habe, mit einer Dreierkette, wo auch die Außenspieler sehr viel Defensivarbeit machen müssen. Das war ich aus Chemnitzer Zeit jetzt nicht so sehr gewohnt, weil ich da eher der offensive Außenspieler war. Und ja,
Man lernt ja eigentlich Tag für Tag von jedem Spieler, vom Trainer, vom Co-Trainer. Ja, es macht einfach riesig Spaß. Und ich merke auch, ja, dass sich so eine richtige Freude wieder entwickelt hat, die mir vielleicht letzte Saison in der einen oder anderen Situation, ja, entgangen ist. Ja, mir hat es an sich sehr viel bedeutet, sonst hätte ich es natürlich nicht gemacht. Aber ich denke, der Beckus ist im Moment in einer schwierigen Phase, weil er sich einfach für die harte Arbeit, die er auf dem Platz macht, auch neben dem Platz für uns als Mannschaft in der Kabine, im Training, dafür im Moment nicht belohnt oder nicht belohnt wird. Er arbeitet extrem hart, er haut sich extrem für die Mannschaft rein. Und deshalb, wenn er schon nicht selber trifft, dann war es mir einfach ein Bedürfnis, ihm dann ein Tor zu schenken. Und ich hoffe natürlich und ich wünsche es mir auch vom Herzen, dass er jetzt früher oder später dann auch mal wieder trifft und dann auch den Knoten platzt oder reißen lässt. Der Glaube, speziell im Fußball, denke ich, kann man jetzt nicht so sagen, sondern in meinem ganzen Leben spielt er einfach eine Rolle. Ich bin so erzogen worden, ich komme vom Dorf, hat vielleicht oder spielt vielleicht auch eine große Rolle, weil da der Glaube ja noch extrem gepflegt wird, sage ich jetzt mal. Und ja, ich bin so erzogen worden und das habe ich bis heute beibehalten und ja, ich bin da auch sehr, sehr stolz drauf und möchte das auch weiterhin so beibehalten, dass ich meine Gebete spreche und ja, so kleine Rituale habe vor dem Spiel, die natürlich auch mit dem Glauben zu tun hat. Mich motiviert eigentlich so das ganze Geschäft, der Fußball allgemein. Das ist ein Traumberuf, den wir hier ausüben dürfen. Da sollten wir eigentlich jeden Tag dankbar sein dafür. Und das ist eigentlich schon Motivation alleine. Und dann kommt natürlich dazu, dass du hier in Magdeburg so eine extreme Fanbase hast, dass du wie jetzt am Wochenende vor knapp 21.000 Zuschauern in der dritten Liga spielst. Das ist einfach nicht selbstverständlich und auch nicht normal für die Liga. Und ja, das ist natürlich dann auch eine Riesenmotivation. Klar ist dann auch noch, gibt es noch andere Motivationsgründe. Viele Kritiker, denen man es beweisen will, vielleicht auch in früheren Vereinen, in Stationen, wo man es vielleicht nicht so auf die Kette gebracht hat. Aber ja, der Glaube an sich selber ist natürlich immer sehr, sehr groß und er ist bei mir natürlich auch sehr groß und auch der Wille und der Ehrgeiz, noch was zu erreichen und allen anderen irgendwie ja, zu zeigen und zu beweisen, was man kann. Also was hier geboten wird von den Fans ist natürlich schon einmalig. Also habe ich so in der Dimension auch noch nie erlebt. Also gerade was Choreos, was die Stimmung angeht, ja, da hat man eigentlich immer einen Gänsehautmoment, wenn man jetzt aus dem Spielertunnel rauskommt, aufs Spielfeld läuft und nach links schaut auf den Block U und allgemein auch auf das ganze Stadion. Ist einfach gigantisch. Also was hier geboten wird für die Spieler auf dem Platz, ist extrem, extrem geil. Ja. Ja, ich denke, da steht die Gesundheit an erster Stelle. Ohne die Gesundheit funktioniert gar nichts. Und wenn die Gesundheit stimmt, kann man auch seine Leistung jetzt im sportlichen Bereich abrufen. Und ja, da wünsche ich mir einfach, dass es so weitergeht wie im Moment. Und dass wir unsere gesteckten Ziele mit der Mannschaft erreichen und dass ich dazu meinen Teil auch beitragen kann.